Hallöchen und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Skyrim. Ja, und zwar habe ich jetzt den Spielstand neu geladen, wo wir, bevor wir diesen Dieb, den Schmied ausgeraubt haben und mir einfach gedacht, das muss ja nicht sein, wir sind ja ein ehrenhafter Magier und wieso rauben wir den aus, das ist doch unnötig. Außerdem habe ich mir mal gedacht, wieso setzen wir auf Magierkleidung, wenn die null Rüstung hat? Wieso nicht wenigstens für den Teil, bis wir ordentliche Magierkleidung haben, so ein bisschen auf beides, so dass wir ein bisschen gemischte Kleidung anhaben? Wie wäre es denn nochmal mit, hier gibt es doch noch das da, dass wir hier nochmal ein bisschen besser aussehen. Ich meine, Magier muss nicht unbedingt in der Robe rumlaufen. Gut, dann haben wir hier im Inventar noch irgendwas? Zaubertränke. Genau. Ich würde mir gerne bei Einstellungen anzeigen. Nee, das war hier nicht. Bei Gameplay auch nicht. Ich würde gerne etwas machen. Ich würde mir gerne wie nenne ich das denn? Ich würde gerne die Tasten umsetzen, dass ich quasi nicht mit I ins Inventar komme. Oh, hier vielleicht. Steuerung? Ah, hier. Das sehe ich. Inventar. Warte mal, haben wir Q schon für irgendwas? Q schon? C, Q? Favoriten. Das ist Quatsch. Brauchen wir nicht. Ich würde gerne. Wo haben wir hier das Inventar? Inventar auf Q. Schnelles Inventar? Nee. Ich meine das ganz normale Inventar. Schnelle Magie, schnelle Statistikkarte. Systemmenü. Das ist das hier wahrscheinlich. Tagebuch warten, schnelles Laden, schnelles Speichern, Favoriten, Automaten. Ey, habe ich das übersehen? Ist das hier oben irgendwo? Ne, dann wird's wahrscheinlich. Machen wir doch einfach mal schnelles Inventar auf Q. So, das auf Q. Genau. Und dann haben wir Favoriten dann auf I. Schnelles Speichern würde ich gerne auf. Oder brauchen wir irgendwie. Warte mal. Schnelle Magie. Schauen wir uns mal an. Okay. Schnelle Magie würde ich gerne auf E machen. Dass wir. Wo ist denn das? Das dann. Favoriten, schnelle Speichern. Schnelle Magie hier. Das wird das. E, so. Gut, speichern. Dass wir einfach hier, sobald wir im Kampf sind, E und dann auswählen können. Zum Beispiel hier jetzt Illusion und dann Raserei. Dass wir das einfach auswählen können und mit Q einfach schnell ins Inventar kommen. So. Q, Schlüssel. Was ist das denn? Schlüssel zur Festung Helden. Okay. Wo habe ich den denn her? Ach so, der war von ihm, ja, okay. Gut, dann haben wir. Was haben wir denn jetzt? Das war jetzt das so. Dann haben wir jetzt 155 Gold. Und, da haben wir die Quests. Und zwar Ödsturz Hügelgrab und Verschiedenes. Verschiedenes, da haben wir einmal, gib Arcadia die Frostsalze, schließe dich dem Aufstand der Sturmmäntel an, das würde ich gerne machen. Das würde ich auch gerne machen, möglichst bald, tritt der kaiserlichen Armee bei, das werden wir hier scheitern, Alter, schrei doch nicht so. So. Ja, lieb. Ich helfe meiner Mutter dabei, Obst und Gemüse zu verkaufen. Das freut uns aber.
Ja, ja, verspottet den Dorfhändler. Habt ihr euch schon als Söldner versucht? Wäre vielleicht genau das Richtige für euch. Nein, schadet ja niemandem. Was ist denn? Könnt ihr den Anblick einer starken Nordfrau nicht, dass ihr mit eurem Gestank meine Kunden vertreibt? Ist das denn? Die Götter sind denen hold, die nächsten. Benötigt ihr Vorräte? Vergesst das nicht. Spieletor in seinem Laden auf. Er ist ein etwas schwieriger kleiner Mann, aber seine Waren sind gut. Vielleicht finde ich ja hier die Frau, die... Manchmal fehlt mir das Soldatenleben. Aber das ist sie nicht, wie heißt die? Nee, das ist er auch nicht. Was gafft ihr denn so? Ich hab ganz sicher keine Angst vor euch, auch wenn ihr älter seid als ich. Das ist sie auch nicht. Ja, Huskarl, wir werden sofort aufbrechen. Ja. Nur wir sind es, die Gegner. Quests, verschiedenes. Okay, die werden wir dann irgendwann mal machen. Ich kann niemanden mehr entbehren. Wie sehe ich jetzt, wo ich hin muss dafür? Eure Hauptaufgabe besteht darin, die Augen offen zu halten und die Leute in Sicherheit zu bringen, falls die Stadt angegriffen wird. Ich erwarte. Okay, dann Quest nochmal schauen. Ja, das ist jetzt halt so ein bisschen doofes Rumgeschaue. Dann machen wir doch mal jetzt das Ödsturzhügelgrab. Dass ihr drei den Drachen alle. Schauen wir mal auf M. Das Ödsturzhügelgrab. Ist das? Das ist hier hinten. Okay, das heißt, wir müssen. Was ist denn hier? Flusswald. Schwierig, wie kam er denn? Flusswald, das ging hier rüber. Ist. Wie kommen wir denn da hin? Zum Ödsturzhügelgrab. Das muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Gut. Dann werden wir einfach mal schauen. Ist hier irgendwas in der Nähe? Nein. Gut, dann werde ich mal versuchen, von der Seite ranzukommen. Und wenn jenes scheitert. Aber ich erwarte, dass dann, ihr eure Pflicht erfüllt. Schauen wir mal mit M nochmal. Und ich setze mir hier gerade mal einen Punkt. Vielleicht hier. So. Natürlich, wir werden Fluss dann werden wir schießen. Da erstmal hinrennen. Das verspreche ich. Und schauen, ja. Brechen wir auf, mal schauen. Die Zeit. Knapp. Okay, das ist vielleicht jetzt. Was braucht ihr? Ihr gehen passt doch auf hin? Euch auf, oder? Nee, vielleicht ist das mit der Magie nicht so schlau gewesen. Dann setze ich nochmal Steuerung aktivieren auf E. Ah ja, okay. Und rennen die hin? Die rennen jetzt bestimmt nach Flusswald. Und verteidigen Flusswald. Das ist bestimmt die kleine Kriegsgruppe, die dahin entsendet wurde. Naja, mal sehen. Ach, das kann man sich ja anschauen. Stimmt, das vergesse ich immer wieder. Gut, auf geht's. Was ist denn hier hinten? Nichts. Okay. Gut. Auf geht's. Wir müssen dann. In welche Richtung? In die da, circa. Gut. Das kriechen wir hin. So schwer sollte das nicht sein. Ich frag mich auch, wieso die Wasservorräte auffüllen müssen. Wenn, da ist das Ödsturzhügelgrab. Kommen wir da hoch in irgendeiner Form? So, was haben wir hier? Nichts. Hoffentlich. Ödsturzhügelgrab. So. Das heißt, wir müssen aber mit Tab kommen wir jetzt hier zur Magie, zur Zerstörung und ey, was war das denn jetzt? Magie? Zerstörung. Ey. Magie? Zerstörung. Was? Okay. Was?
Steuerung. Linke Hand. Rechte Hand P. Rechte Hand. Warte mal. Aktivieren ist dann E. Okay. Was ist jetzt P? Schnelle Magie. Können wir nicht schnelle Magie auf Tab setzen? Dann ist das Zerstörung und hier Funken hätte ich gerne. Wieso wir den vorher noch nicht hatten, weiß ich auch noch nicht. Den Zauber. Funken, denn. Okay, rennt erstmal was vor mir weg. Jetzt teste ich einfach mal, ob ich da überhaupt hochkomme. Wenn ich da nämlich gar nicht hochkomme, dann hacke ich mich hoch. Was? Nein. Dann müssen wir es von der anderen Seite probieren. Aber ich denke mal, dass ich hier irgendwie schon hochkomme. Zu Tod. Bisschen Wolfspelz. Oh, den Göttern sei Dank. Ich bin schon so lang allein unterwegs, dass ich nicht gedacht hätte, noch mal jemand anders zu treffen. Vor Wochen wurde ich von diesen Banditen entführt. Sie sperrten mich in einem Turm nahe Nebelwacht ein. Ich konnte das Schloss knacken und verschwinden, als die Wache schlief. Aber nun habe ich mich verlaufen. Könnt ihr mir bitte helfen? In dieser Richtung liegt eine Stadt. Sie ist nicht weit. Benötigt ihr Hilfe, um dorthin zu gelangen? Oh, danke. Aber ich komme allein klar, nachdem ihr mir den Weg gezeigt habt. Allerdings bitte. Muss jemand diese Banditen aufhalten. Sie sind in Nebelwacht. Hier, ich zeige es euch auf der Karte. Wenn ihr sie aufhalten könnt, seid ihr ein wahrer Held. Okay, das freut mich. Und könntest du nicht irgendwelche anderen Dienste noch erweisen? Nein, okay, ja, ich weiß, ich bin schlimm. Oh mein Gott. Wenn mir jetzt eine Feministin zuschaut, dann werde ich jetzt getötet. Tut mir leid, ich war vielleicht ein bisschen unziemlich. Was ist das denn für ein Ziel? Greif mich nicht an, doch, greif mich an. Eine Todesrasse des Todes. Was ist das denn bitte? Ein Sieger, Siegerschmunz, okay. Sache gibt's. Ja, da gibt's einen Weg hoch. So, nur prügeln wir es einfach tot. Und wenn es mir wirklich zu knapp wird, dann gehe ich einfach in die Konsole und gib mir Godmaut. Also nicht wundern, wenn Lord Mine merkt, ja, ich werde verrecken. Dann habe ich mal kurz Godmaut. Für eine kurze Zeit. Weil ich habe nicht unbedingt Lust zu sterben und das muss ja auch nicht sein. Ja, aber bis jetzt ist ja noch alles easy. Finisher. Wolfspelz, sehr schön. Ich muss das unbedingt lernen, die Wölfe ordentlich auszunehmen. Das geht ja auch, dass man, ich glaube zumindest, dass das geht, dass man mehr Loot quasi aus dem Wolf bekommt. Zähne, Zunge, Augen, Herz, was weiß ich, was man alles noch entnehmen kann, was irgendwie verwendbar sein könnte. So. Dachte nicht, es gibt hier jetzt. So, hier sind wir doch jetzt gleich bei beim Blutsturzufer. Hoffe ich. Warte mal. M. Oh, ein bisschen falsch. Wo müssen wir hin? Da? Nee, eher hier, oder? Ja. Sturzhügelgrab entdeckt. Sehr schön. Gut. Und was uns dann hier erwartet, das würde ich sagen, erfahren wir in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, jo, dann lasst mir eine Bewertung da. Und wenn es euch im Allgemeinen gefällt, dann werdet Teil der Wookiee-Armee.
Das freut mich dann auch immer, wenn ich sehe, oh yo, Leute, Menschen, yay, Abonnenten, würde es der moderne YouTuber nennen. Jo, und dann würde ich sagen, ja, bis zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen.